Ende 2015 läuft das Sozialticket aus, das wir in NRW haben. Wir wissen, das Sozialticket hat viele Konstruktionsfehler und deshalb wollten wir erstens mit einem Antrag hier im Landtag NRW das Sozialticket erhalten über 2015 hinaus. Momentan ist es nämlich nur ein Modellprojekt und außerdem diese ganzen Konstruktionsfehler beseitigen. Wir wollten, dass das Sozialticket auch wirklich allen hilft, für die es geschaffen wurde. Nämlich auch für solche, die eben noch nicht 30 Euro parat haben oder die auch vielleicht zwischen zwei verschiedenen Städten mobil sein müssen. Das Sozialticket ist vielleicht nur eine Übergangslösung für bessere Lösungen im ÖPNV, zum Beispiel hin zu einem fahrscheinlosen ÖPNV. Aber es ist derzeit eine besonders wichtige Lösung für Leute, für Menschen, die sich ansonsten Mobilität nicht leisten können. Und deshalb brauchen wir das Sozialticket auch über 2015 hinaus und müssen uns vielleicht auch ein bisschen verbessern. Jetzt haben wir im Ausschuss diesen Antrag gestellt, der wurde leider von allen Fraktionen abgelehnt. FDP, CDU freuen sich sehr, dass das abgelehnt wurde. Grüne und SPD haben ein bisschen Ausreden gesucht, warum sie es ablehnen. Aber der Minister hat sehr klar gesagt, er möchte das Sozialticket nicht in seinem Haushalt haben. Er möchte eigentlich diese 30 Millionen sparen. Er möchte gerne, dass das Sozialministerium zuständig ist. Und damit ist das Sozialticket über 2015 aus in hoher Gefahr. Wir werden versuchen, jetzt dieses Jahr zu nutzen, das wir noch haben, Sozialticket dennoch zu retten und bleiben dran.